hören Sie die Mitternachtsspitzeln aus dem Wartesaal am Dom, meine Damen und Herren. Wunderbar. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. So, da wollen wir uns mal einen schönen Abend machen. Oder sind Sie Türke und wollen gerade einfach mal Sex haben? Das wird kompliziert, denn Recep Tayyip Erdogan hat den Türken jetzt das Verhüten verboten. In der Türkei gibt es ja drei klassische Verhütungsmethoden. Kondome, die Pille und ein Bild von Erdogan überm Bett. Ja, dadurch... dadurch vergeht über Jahre die Lust am Sex, ne? Ja. Aber er will nun, dass sich die Türken stärker vermehren, weil das seiner Meinung nach auch die Frauen wollen. Ja, das heißt, er hat dafür in seinem engen Umfeld rumgefragt, ob Frauen verhüten sollen. Und da sagten 99% nee und 1% meh. Erdogan sagte, auch die Rolle der Frau sei es, Mutter zu sein. Und er meinte wörtlich, man solle immer die Füße der Mutter küssen, denn die Füße der Mutter wären der Geruch des Paradieses. Hat er gesagt, ist nicht von mir, hat er gesagt. Das Paradies riecht nach den Füßen der Mutter. Jetzt verstehe ich, warum man im Christentum immer singt, Gloria in excelsis Deo. Meine, es ist schon erstaunlich. Frauen sollen nur Mutter sein, Kondome sind verboten, Abtreibungen eh. Also ich weiß nicht, wer dem Erdogan die Reden schreibt. Aber ich frage mich manchmal, was macht eigentlich jetzt Kardinal Meissner? Hm? Gut, aber wir wollen die Türkei nicht zu sehr kritisieren. Das macht ja diese Woche der Bundestag. Eine Resolution, in der der Völkermord der Türken an 1,5 Millionen Armeniern vor 100 Jahren als Völkermord bezeichnet wird. Und dagegen hat Erdogan protestiert. Er hätte lieber eine andere Formulierung, eine nettere. Sowas wie Knatsch. Ne? Und ja, klar, man muss ja auch Dinge nicht immer so schlimm ausdrücken, wie sie sind. Wir sagen ja auch nicht fett, sondern vollschlank, nicht? Wir sagen auch nicht Dreckschleuder, wir sagen Golf, nicht? Diesel. Ne? Wir sagen nicht Dumpfbacke, wir sagen Horst Seehofer, nicht? Und Erdogan nennt halt, ja. Und Erdogan nennt halt einen Mord nicht einen Mord. Bei ihm heißt Mord vielleicht Diskussion mit Journalisten, nicht? Gut, Erdogan hat Deutschland gedroht, es gäbe schlimme Konsequenzen. Und deshalb haben Merkel, Gabriel und Steinmeier an der Abstimmung nicht teilgenommen. Die haben sich gedrückt, dann können die drei sich bei Erdogan in Ankara entschuldigen. Mit einem Pflaumenkuchen, den Merkel da live für ihn backt und auch schon alle Zutaten mitbringt. Außer der einen, wie heißt die, die die drei nicht haben? Eier. Ja, jetzt haben wir's. Doch jetzt schalten wir wieder zu unserem Meister der Hudel- und Sudelverse in den Poetry-Slam von Deppendorf. Hallo Köln. Na. Da sind wir aber mal gespannt, wer diesmal im Mittelpunkt der poetischen Lobhudelei steht. Ja, ist doch klar, natürlich der geprügelste unter den geprügelten Hunden, Sigmar Gabriel. Oh ja, der kann ein paar aufmunternde Worte gebrauchen. Schieß los! Lob- und Preisgedicht für einen gebeutelten Vorsitzenden. Titel Sigmar, Sigmar, Sigmar. Sag mal. Sag mal, Sigmar, sag mal, was ist da passiert?
dass jetzt dein Blick so leer und so apathisch stiert. Du, Gabriel, gebrochen, rat- und orientierungslos. Mal geht's nach rechts, mal geht's nach links. Und alle Welt fragt, wohin will er bloß? Ein kleiner Clown in einem großen Trauerspiel, ein Bruchpilot, dem Absturz droht. Auf welchem Kurs willst du an welches Ziel? Du armer König Sigmar, Vogelscheuchen gleich, du Herrscher ohne Volk und Reich, du Nichtgestalt, erbarmungslos verlacht, von böser Fee zur Witzfigur gemacht. Drum sag mal, Sigmar, sag mal, wie kann es sein, dass du vergisst, wer Sigmar doch in Wahrheit ist? Des Himmels Bote, Gabriel, der Götterheld, der Seraph und auch Cherub einbestellt, die ihn auf dem Triumphzug eskortieren, dabei das Loblied lauthals intonieren, auf Gabriel, das ehrt den Mann, die Kraft, den Visionär, der wahrhaft Großes schafft. Sie singen Sigmar, 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 sei wieder du, sei Sigi Pop, sei digitaler Doppelkopf, sei Rambo du, sei Drachentöter, sei Hinterfotz, sei Schwerenöter, du Sozengott, du Prächtiger, Allwissen und Allmächtiger, aus deinem Munde das Gebot der Stunde, seid unverdrossen, ihr Genossen, gebt euren Herzen jetzt den Stoß, nie mehr Zusammenhalt, von jetzt an nur zusammen los. Oh! Also, da bin ich mir aber nicht sicher, ob das den Gabriel aufmuntert. Vielleicht, wenn die Nales ihm den Text vorsingt. Apropos Nales, wer wird denn heute geschmäht? Nun, lass dich überraschen, der Sudel trägt den Titel Aufstand im Gauland. Im Gauland wohnt ein irrer Greis, dem laufen die Synapsen heiß. Der Greis steht mächtig unter Strom, er regt sich auf, der Grund Jerome. Ein Schwarzer in der Nachbarschaft, das findet er nur ekelhaft. Ein Schwarzer in der Hitparade, der Greis geht auf die Barrikade. Wenn Schwarz mit Weiß zusammen singt, der Greis aus einem Anzug springt. Die schwarze Frau mit Mutter Beimer, der Greis hängt kotzend überm Eimer. Ein Schwarzer mit Tirolerhut, dem irren Greis kocht heiß das Blut. Es spricht Herr Huber mit Frau Becker, er sieht nur schwarz und zieht den Stecker. Der Greis dreht durch, er tobt und grollt. Das Schwarz muss raus aus Schwarz-Rot-Gold. Drum schwenkt der alte Vollidiot in Zukunft nur noch Gold und Rot. Und damit zurück nach Köln. Danke, Herr Hauptstadtpräsident, in Detmold. Ja, meine Damen und Herren, so viel aus Deppendorf. Alarmierende Zahlen gab es in den letzten Wochen von der Polizei. Die Anzahl der Einbrüche in Deutschland steigt immer weiter. Alle 3 Minuten wird irgendwo im Land eine Wohnung aufgebrochen. Und ganz vorne in der Statistik liegt wieder mal Nordrhein-Westfalen. Wie sicher sind wir hier? Dazu frage ich einmal den Einbruchsexperten der Kölner Polizei, Peter Pütz. Herr Pütz, muss man sich als Bürger Sorgen machen? Prost, Herr Becker. Nein, der Bürger muss sich keine Sorgen machen. Hier in Köln haben wir absolut alles im Griff. Wir sind so gut ausgebildet, wir kriegen alles mit. Alle Informationen über Einbrüche in der Region laufen in unserem Computer zusammen. Da entgeht uns nichts. Aber allein in Köln gab es im letzten Jahr nach Angaben der Polizei über 5000 Einbrüche. Anteilig viel mehr als zum Beispiel in Düsseldorf. Gut, Herr Becker, aber das liegt an Düsseldorf. Ich habe mich da mal umgeschaut. Ich habe in der ganzen Stadt nichts gesehen, was sich lohnen würde zu klauen. Und gut, 5000 Einbrecher klingt viel, aber wahrscheinlich sind es nur 2500. Als wir die gezählt haben, war hier so eine gute Stimmung. Kann sein, dass wir da ein paar doppelt gesehen haben. Viele Leute fragen sich ja, wie kann man sich schützen? Soll man im Haus zum Beispiel immer schon was offen auf den Küchentisch legen, damit die Einbrecher das mitnehmen und gleich wieder abbauen? Also was, worauf man verzichten kann?
Nee, das habe ich einmal probiert. Da lag ich im Bett und meine Frau die ganze Nacht auf dem Küchentisch. Das ist Quatsch. Das Wichtigste ist, dass man Wertsachen konsequent in einen Safe legt. Dann kann nichts passieren. Aber natürlich können auch andere Sachen geklaut werden, wenn man nicht aufpasst. Möbel, Elektronik, so ja oft Kleidung. Hä? Also Schmuck, Edelsteine, Diamanten, Brillanten, Colliers, Halscap, Elektronikgegenstände oder teure Haushaltsgeräte, habe ich ja schon gehört. Aber Kleidung? Ja, das kann passieren, wenn man nicht auf die Polizei hört und sie schützt. Aber kann man dem Problem Einbruch denn Herr werden? Da bin ich optimistisch. So bin ich als Typ. Wissen Sie, bei mir ist das Fass immer halb voll und nie halb leer. Scheiße, das ging aber schnell. Ich geh mal eben ein neues holen. Danke an Peter Wötz, wir sind wirklich beruhigt in Innsbruck aus Köln. Und jetzt zu einem Gast aus einer Stadt, die das U-Bahn-Desaster von Köln noch zu toppen versucht. Er ist das Highlight aus der Metropole für alles Unterirdische. Aus Stuttgart, endlich wieder bei uns in Köln, Matthias Richling. Vielen Dank. Großartig. Sagen Sie mal. Das ist ja ein Wandel in Deutschland. Also die Rechtspopulisten werden ja bekanntlich immer stärker gewählt wegen der Flüchtlinge, obwohl die Flüchtlinge gar nicht mitwählen dürfen. Und die kommen ja aus den Krisengebieten, in die wir Deutsche immer noch maßlos Waffen liefern. Das heißt, irgendjemand will ja, dass diese Flüchtlinge hierher kommen. Und da denkt man sich, wie war es denn früher? Also Helmut Kohl hat sich ja bekanntlich die Ossis aufgekauft, weil den Westen keiner mehr wählen wollte. Wird Frau Merkel die Flüchtlinge integrieren als künftige Wählermasse? Man weiß es nicht. Und warum wettert dann Herr Seehofer so gegen die Flüchtlinge? Er sagt, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, ich will Ihnen sagen, im letzten Jahr kamen ja bekanntlich über 1 Million Flüchtlinge da daher. Ja, ja, das sind ja mehr als Deutsche in Deutschland im Jahr zur Welt kommen. Da bedauere ich doch, dass wir von den Ossis nicht zumindest die Mauer erhalten haben. Mit ihren Wehrtürmen und Selbstschussanlagen täte die jetzt hervorragende Arbeit leisten. Und was heißt denn hier, Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt? Ja, wir hätten genug, um abzugeben? Im Gegenteil, wir haben zu viel. Ja, wer viel hat, von dem wird viel erwartet. Wer nichts hat und viel bekommt, der geht daran zugrunde. Wenn er Hartz IV plötzlich Lotto-Millionen gewinnt, der hat doch die in kurzer Zeit verfressen, versoffen, ist geschieden und zerrüttet. Die Armut, die diese Flüchtlinge brauchen, können wir ihnen hier gar nicht bieten. Und wenn dann der Papst sagt, das Mittelmeer darf kein Friedhof werden, ja, da sage ich, ja, Deutschland doch auch nicht. Aber mehr wie Friedhof können wir ihnen hier nicht bieten. Wenn Sie aus Ländern kommen, wo Sie in Lebensgefahr sind, ja, ich glaube, Sie sind sicherer in unseren abgebrannten Asylheimen. Und das alles nur, weil die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg uns das Asylrecht aufgebrummt haben mit dem Grundgesetz als Strafe für das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg. Ja, wenn die Nazis nicht gewesen wären, dann bräuchten wir heute nicht so menschlich tun. Ja, ja. Ja, ich will Ihnen sagen, was heißt denn hier, wenn ich das Argument immer höre, die kommen aus Ländern, die hätte Deutschland beliefert mit Waffen, die würden vor unseren Waffen flüchten. Ja, das sind ja die Waffenexporteure schuld. Das sollen doch die Flüchtlinge aufnehmen. Und wer hätte gedacht, dass nicht nur das deutsche Gewehr G36 so schlecht schießt, dass nach dem Einsatz deutscher Waffen noch so viele übrig bleiben, dass sie hierher flüchten können. Da bleibt es ein halbes Sektor. Ja. Ja. Verstehst du? Ja. Bei,
Bei dieser bayerischen Präpotenz und Vorrangstellung wundert man sich, dass ein Edmund Stoiber hat flüchten müssen nach Europa, wenn er Dinge sagt. Ja, ich will sagen. Nein, lassen Sie mich ausreden. Ich will sagen, das ist doch das Problem. Ja, dass hier Leute daherkommen. Was heißt denn Ausländer? Was heißt denn Flüchtlinge, die wir im Leben niemals umsonst hereinlassen täten, warten, töten, toten, täten? Ja, ja, ja. Ich will sagen, wir dürfen nicht aufs Spiel setzen, ja, dass Deutschland nach Amerika das zweitbeliebteste Einwanderungsland ist. Ja, warum denn? Weil man genau weiß, dass man bei uns keine Ausländer vorfindet. Bitte verstehen Sie mich falsch. Ja? Ich will sagen, dass mit Speck fängt man Mäuse, aber mit Ausländern züchten wir ja geradezu das Ausländerfeindliche in uns, aus uns heraus. Lassen wir doch mal den Ausländer im Dorf, aus dem Dorf heraus. Ja? Ja? Wir werden diesen Leuten nicht Herr. Ja, das sage ich Ihnen. Wir werden ihnen nicht Herr. Die besten Ideen kommen von meinen Bayern. Von meinen Bayern. Wir wollen nach wie vor die Ausländermaut, die PKW-Maut für Ausländer. Das wollen wir nach wie vor. Das hat Europa gestoppt. Die Ausländermaut für PKWs. Wie infam das von diesen Flüchtlingen umgangen wird, das sehen Sie daran, dass von diesen Flüchtlingen bisher nicht ein einziger dahergekommen ist mit einem PKW. Und deswegen, verstehen Sie? Und deswegen brauchen wir einen starken Staat. Wir brauchen Totalkontrolle, wir brauchen mehr Polizei, wir brauchen Videoüberwachung. Ich will wissen, was habe ich gemacht, als ich an Silvester am Kölner Hauptbahnhof war. Das will ich wissen. Und wenn ich dann lese, dass der BGH entschieden hat, dass das Rauchen auf dem eigenen Balkon verboten werden kann, weil es dem Darüberliegenden stinkt, ja, da fragt sich doch der normale Pegida-Demonstrant, warum kann denn dann der Ausländer nicht auch verboten werden, weil ihm eben auch stinkt? Da vermisst er die Logik. Wenn sich die Dinge aufheben in der Unendlichkeit, ja, wenn ich nur denke an die Emanzipation der Frau in der Frauenquote und gleichzeitig das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Das sind ja absurde Auswüchse, die sich aufheben. Der Ausländer soll integriert werden in der Traditionsfamilie. Und mit der Homo-Ehe wird doch diese Traditionsfamilie aufgelöst. Da spielt doch auch der Ausländer überhaupt Homo-Ehe. Was nützt denn die Emanzipation der Frau, wenn sie am Ende nicht einmal mehr geheiratet wird? Bitte. Verstehen Sie? Wer nimmt denn noch eine Frau, wenn er sich unbedingt muss? Aha! Matthias Richtling! Ja, meine Damen und Herren, das Globale ist vielen zu kompliziert. Reden wir mal über das Kommunale. Ich weiß ja nicht, wie das in Ihrer Stadt ist, aber hier in Köln gibt es die sogenannte AVO-Richtlinie oder AVO-Verordnung. AVO, kennen Sie AVO? Das ist eine Abkürzung, das heißt die Arschlöcher vom Ordnungsamt. Ja, ja. Das klingt jetzt vulgär, aber ich hatte jetzt selbst die Möglichkeit, diesen Fachterminus zu überprüfen. Ein junger Mann wollte vor seiner Creperie auf der Severinstraße Außengastronomie beantragen, aber nicht mit Stühlen auf den Parkplätzen, wie das üblich ist, sondern mit diesem Oldtimer. Da können die Leute auf der niedrigen Ladefläche sitzen. Eine hippe Idee, aber die AVO. Ich sag, Jung, ich gehe für dich dahin. Gib mir Zeichnung, Plan und Foto mit, ne? Ich dahin. Ich hab den Umschlag noch nicht ausgepackt, ne? Da sagt eine Gouvernante zu mir, das geht nicht.
Ich sage, genau so habe ich schon das hier vorgestellt. Ne? Ich bin doch hier Kunde, wieso kriege ich nicht erstmal einen Kaffee angeboten? Nicht? Der Antrag kostet Sie 500 Euro und ich muss Sie warnen, dass das keinerlei Aufsicht auf Erfolg hat. Und wenn das jeder machen würde, dann stünden wir da ein Auto neben dem anderen. Ja, ich sage, genau wie jetzt auch. Ne? Also... So viel Doofheit wie beim Ordnungsamt gibt es in keinem Tierpark. Ne? Da wird jede Eigeninitiative im Keim erstickt. Also wenn Sie einmal mit der Stadt Köln zusammengearbeitet haben, kapieren Sie, warum das mit der DDR nicht funktionieren konnte. Ne? Ja, mit dem Satz habe ich die provoziert. Ne? Und auf dem Flur draußen sortierte ich dann die ganzen Zettel und Verordnungen. Da hörte ich durch die Tür... So ein Arschloch! Wirklich wahr. Ich mache die Tür wieder auf und sage, das ist aber nett, wie Sie über Ihre Kunden reden. Ja, damit wäre ein Kollege gemeint. Aha, wenn die sich schon untereinander so nennen. Ne? Da ist es also amtlich, was die Kölner so oft sagen. Die Arschlöcher vom Ordnungsamt. Ne? Aber das ist in Ihrer Stadt sicher ganz anders. Ne? Wäre das Ordnungsamt auch für Kabarett zuständig, würde dieser bunte Vogel womöglich gar nicht genehmigt. Deshalb frag nicht nach dem Sinn, das macht für uns jetzt Friedemann Weise. Herzlich willkommen. Bitteschön, ja, bitteschön. Es ist tatsächlich so, ich stelle mir immer so komische Fragen. Ich habe gerade noch eben Backstage mich gefragt, was eigentlich der Plural von Mehrzahl? Hat eigentlich Jesus zu Geburtstag und Weihnachten immer nur ein Geschenk gekriegt? Muss man, apropos Geschenke, muss man eigentlich Geschenke für Blinde auch einpacken? Ist Magersucht eigentlich eine schwere Krankheit? Es wird jetzt auch mal politisch. Wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welcher Tag wäre dann heute? Müssen eigentlich in Gefängnissen auch solche Fluchtwegpläne hängen? Warum, meine Damen und Herren? Ruhe! Warum stehen in Buchläden die Bücher über Rohkost unter Kochen? Themenwechsel, meine Damen und Herren, Ameisen. Ameisen können das Zehnfache ihres Körpergewichts tragen. Da können wir ja froh sein, dass sie so leicht sind. Sonst könnten sie unsere Autos wegtragen. Apropos Autos wegtragen, Polen sind... Warte, Polen... Tatsächlich, Polen klauen sehr viel mehr Autos als Atombomben. Ich weiß, warum ich noch nie gespielt habe. Hier. Ich hab gestern Tagesthemen geguckt. Kennt ihr Tagesthemen? Und da war Sigmar Gabriel und ich dachte, Alter, hat er 2 Kilo abgenommen? Aber dann war das Andrea Nahles. Ja, Sie denken jetzt vielleicht, wenn Sie jetzt zu Hause denken, das war ein billiger Körperwitz. Nein, das war eine Schmähkritik an dem Zustand der Sozialdemokratie in Deutschland. Das würden wir ja wohl noch sagen dürfen. Wo, wenn nicht hier, meine Damen und Herren? Politisches Kabarett, genau, Haltungsapplaus. WDR-Kabarett am Samstagabend. Politisches Kabarett ist ja immer so eine Sache. Manche sagen, damit kann man ja gar nichts mehr erreichen heutzutage. Aber Leute, die das behaupten, die haben noch nie das neue Haus von Dieter Nuhr gesehen. Nee, nicht falsch verstehen. Ich bewundere Dieter Nuhr sehr für seinen Erfolg. Also nicht so sehr wie er sich selber, aber das geht ja auch gar nicht. Meine Damen und Herren, viele Leute fragen mich, viele nicht, Mann, also ich sag mal so,
Falls mich mal einer fragt, wie ich eigentlich Komiker geworden bin, bei mir war das anders. Ich bin nach dem Ausschlussverfahren verfahren. Ich habe mir erst alle Berufe angeguckt, die es gibt auf der Welt, aber an allen anderen war irgendwas komisch. Ich habe das mal aufgeschrieben, aus dramaturgischen Gründen tue ich so, als ob ich das ablese, okay? Der Text, den ich jetzt vortragen werde, heißt: Eigentlich wollte ich Busfahrer werden. Eigentlich wollte ich Busfahrer werden, aber ich mag's nicht, wenn Leute hinter meinem Rücken reden. Eigentlich war, Dankeschön. Eigentlich wollte ich Extrembergsteiger werden, aber da waren mir die Aufstiegschancen zu gering. Eigentlich wollte ich Privatdetektiv werden, aber ich habe die Nummer von der Privatdetektivschule nicht rausgefunden. Der braucht ein bisschen, ne? Bis man merkt, er ist auch so dumm wie die anderen. Eigentlich wollte ich Polizist werden, aber ich sitze nicht gerne in Mittelklassewagen auf der Rückbank neben Fremden, die mich anspucken. Eigentlich wollte ich Kommissar werden, aber ich werde nicht gerne sonntagsabends an meinen Beruf erinnert. Schon gar nicht von Til Schweiger. Eigentlich wollte ich Ruhe. Eigentlich wollte ich Astrophysiker werden, aber ich weiß gar nicht genau, was die verdienen. Eigentlich wollte ich Lehrer werden, aber ich komme mir komisch dabei vor, 16-jährige Mädchen nach Noten zu sortieren. Da fällt mir ein, ich wollte auch mal Tauchlehrer werden, aber ich kann gar nicht unter Wasser reden. Ich wollte auch mal politischer Kabarettist werden, aber ich finde einfach kein Sakko, das mir nicht steht. Eigentlich wollte ich Rettungsassistent werden, aber ich finde besser, wenn Leute lernen, sich selbst zu helfen. Eigentlich wollte ich Arzt werden, aber mir steht kein Weiß. Eigentlich wollte ich Bäcker werden, aber mir steht auch kein Weiß. Eigentlich wollte ich Änderungsschneider werden, aber ich habe Angst vor Veränderungen und verliere immer den Faden. Eigentlich wollte ich Banker, eigentlich wollte ich Politiker auch nicht. Eigentlich wollte ich Priester werden, aber als ich endlich Abi hatte, war Gott schon tot. Meine Damen und Herren, Dankeschön, ja, Dankeschön. Sie klatschen, obwohl Sie haben gemerkt, ein sehr trauriges Ende. Ich dachte, Sie würden nicht klatschen, aber ich habe für das traurige Ende als Gegenleistung noch eine sehr schöne Nachricht mitgebracht. Ich bin vor 4 Wochen Vater geworden. Dankeschön, ja. Sie klatschen für ungeschützten Sex, meine Damen und Herren. So liebe ich mein Publikum. Aber es ist wirklich so, ich muss es kurz erzählen, es war so, meine Freundin wollte eigentlich unbedingt einen Hund eigentlich, genau. Und ich habe aber gesagt, lass erst noch mal gucken, ob wir das hinkriegen mit der ganzen Verantwortung und sowas. Aber ja, sie lachen, aber es ist so, guck, bei Baby musst du nachts aufstehen, ne? Aber beim Hund musst du nachts rausgehen. Wir wollen jetzt doch keinen Hund. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt wollen ja alle Boateng als Nachbarn haben. Ne? Ja, wie soll der arme Mann das schaffen? Aber wenn Sie einen Millionär als Nachbarn haben, haben Sie es in Deutschland geschafft. Das muss man schon zustimmen. Das stimmt. Dachte sich übrigens auch ein Türke und kaufte sich in einer gediegenen Gegend ein gediegenes Haus. Sein Nachbar ist ein reicher Deutscher und macht auf alten Landedelmann und fährt eine schwarze S-Klasse. Der Türke kauft sich auch ein und sagt: So, Deutscher, jetzt bin ich wie du. Nee, sagt der Deutsche, du bist nicht wie ich. Und baut sich eine große Sauna in den Garten. Der Türke baut sich auch eine und sagt: So, deutscher Nachbar, jetzt bin ich wie du. Nee, sagt der Deutsche und baut sich einen riesigen Swimmingpool in den Garten. Der Türke baut für sich und seine Familie ebenfalls einen großen Swimmingpool und sagt: So, Deutscher, jetzt bin ich wie du. Ja, sagt der Deutsche erschöpft und gibt auf. Jetzt bist du wie ich. Nee, sagt der Türke, ich bin besser als du. Ich hab als Nachbarn reichen Deutschen. Du nur scheiß Türke. Ja. Ja. Ja.
schraubt sich ein goldenes Klingelschild an die Pforte. Yüksel Güglümü. Der Deutsche hat auch ein goldenes Klingelschild. Axel Gauland. Alexander Gauland, Entschuldigung, doch wer will den als Nachbarn haben? Dann lieber Jogi Löw und Angela Merkel, überschätzte Paare der Weltgeschichte. Weißt du, Angela, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Wieso denn? Ich bin doch wirklich gut als Cheerleader. Ja, das stimmt auch, aber den Job hat der DFB schon vergeben. An wen denn? An den Lukas Podolski. Ich denke, der soll Fußball spielen. Ja, das soll der eventuell auch, aber in erster Linie ist der Poldi zuständig für den Teamgeist. Ach, den hätte ich auch gerne. Den Poldi? Nein, den Teamgeist. Ich finde das toll, wie du das machst. Alle um dich rum tanzen nach deiner Pfeife. Ja, und wie ist es bei dir? Tanzen alle Pfeifen auf mir rum. Angela, das liegt daran, dass deine Position nicht klar ist. Auf dem Platz musst du wissen, wo du stehst. Wenn der eine an dir vorbei will, musst du dich ihm ganz brutal in den Weg stellen. Wieso? Den Gabriel, den kannst du einfach laufen lassen. Der kommt nicht weit. Ach, Angela, soll ich dir mal was sagen? Ach, Jogi, sag was. Ich freue mich auf Frankreich. Ich auch. Ganz Frankreich ist ja jetzt schon im Ausnahmezustand. Ja, du meinst mit Fahnen, Fans und Public Viewing? Nee, ich meine mit Maschinengewehren, Totalüberwachung und Ganzkörperscannern. Das weiß ich von Holland. Holland ist gar nicht dabei. Wie? Eine EM in Frankreich ohne Holland? Ja, die sind ausgeschieden gegen die Türkei. Was? Die Türkei spielt auch mit? Gegen Deutschland? Ja, das ist auch durchaus möglich. Wenn nämlich der beste Dritte der Gruppe D gegen den schlechtesten Zweiten der Gruppe E im direkten Vergleich mit dem Sieger aus dem Spiel des Ersten der Gruppe A und dem zweitbesten Zweiten der Gruppe G aufgrund der schlechteren Tordifferenz in die Runde der drittbesten Acht einzieht, dann könnte der Gegner der deutschen Mannschaft durchaus die Türkei sein. Mensch, Jogi, mach keinen Quatsch. Ich war vorige Woche noch bei Erdogan. Der will im Falle eines Scheiterns in der Vorrunde die Immunität aller Spieler aufheben. Ja, und was heißt das? Und die Spieler müssen nach dem Ausscheiden direkt die Reise antreten. Nach Hause? Nee, in den Knast. Und für jedes Tor gegen die Türkei schickt der Erdogan 500.000 Flüchtlinge ins Heimatland des Torschützen. Na, dann muss halt... Da muss halt der Mesut Özil die Tore machen. Ja, aber der Özil gehört doch zu Deutschland. Ja, deshalb war er ja noch mal in Mekka, um zu beten. Ja, wofür hat er denn gebetet? Na, dafür, dass der beste Dritte der Gruppe D gegen den schlechtesten Zweiten der Gruppe E im direkten Vergleich mit dem Sieger aus dem Spiel des Ersten der Gruppe A und dem zweitbesten Zweiten der Gruppe G aufgrund der schlechteren Tordifferenz nicht in die Runde der drittbesten Acht einzieht. Denn dann heißt der Gegner der Deutschen nicht Türkei, sondern Österreich. Oh! Österreich! Ja. Österreich! Österreich ist nicht so schlimm, Jogi. Die sind leicht auszurechnen. Da wartet die eine Hälfte hinten rechts und die andere Hälfte kommt über links. Ach, das stimmt. Wenn du dann in der Mitte gut stehst, musst du nur den rechten langen Pfosten decken. Jogi, ich soll den rechten langen Pfosten decken? Nein, bei aller Liebe. Aber den Horst Seehofer, den kann ein anderer decken. Ja, das stimmt. Wilfried Stickler und Uwe Lüttow, überschätzte Paare der Weltgeschichte. Am 23. Juni ist es soweit. Dann entscheidet Großbritannien, ob es aus der EU austritt. Der sogenannte Brexit.
wo ich mich wirklich frage, wollen wir das? England gehört doch zu Europa. Allein unser enges Verhältnis zu England, historisch, nicht? Erst haben die Engländer zum Beispiel Köln bombardiert, bis hier in der Stadt nichts mehr funktionierte. Und danach haben sie uns geholfen, eine Stadtverwaltung aufzubauen, damit das auch so bleibt. Und mal ehrlich, wollen wir ein Europa ohne englische Importe, ein Leben ohne Pfefferminzsoße, frittierte Snickers und Blutpudding? Können Sie sich das vorstellen? Ich sehr gut. Aber trotzdem sollte England dabei bleiben. Aber wie ist die Stimmung auf der Insel? Fragen wir mal einen der letzten Europäer, der jetzt noch in dieses isolierte Land gezogen ist. Ich grüße Pep Guardiola! Ja, ich grüße nach Köln. Top, top, top Stadt Köln. 1. FC Köln, die Heimat von der Geisbock. Herr Guardiola, Sie haben einen Vertrag in Manchester unterschrieben. Fühlen Sie sich jetzt als Europäer in England verstanden? No, nichts verstanden. Ich habe hier am ersten Tag gesehen, ein seltsamer Mann, der hat gesprochen, er sprach, wo ich habe null kapiert, was hat gesagt. Und wer war das? Der Badezimmerspiegel. Sind denn die Engländer noch offen für europäische Gedanken? Ja, meine Methode zum Beispiel hier sehr beliebt. Meine Taktik mit Tiki-Taka, aber hier differente Training als in Bayern die München. In Bayern die München, ich knallharte Training, es renne, bis Spieler erbrochen, dann Abendessen. Hier in England weniger Rennen, dafür Abendessen schmeckt wie Erbrochene. Nein. Herr Guardiola, das heißt, Sie fühlen sich wohl in England? Ja, ich habe hier großes Ziel. Ich will hier gewinnen, alle. Drei Titel, was ich bei Bayern die München nicht habe. Also ich wolle mir hier in England endlich holen die Tripper. Aber haben Sie denn Angst, dass England aus Europa verschwindet? No, England wird siegen. Rausgehe aus Europa, aber nicht mit der Abstimmung, sondern so wie immer rausgehe aus Europa. Und wie? Mit Elfmeterschießen gegen Deutschland, wie sonst? Da will ich aufhören, meine Damen und Herren. Gut, lang auf die Insel. Und vielen Dank an Dietmar Jacobs und Elmar Brandt. Und jetzt kommt der Herausgeber des Langenscheid und Wörterbuch politikerisch als eine bizarre Mischung aus Kafka, Heine und Gene Kelly beschreibt in die Zeit. Aber ich halte das für Quatsch. Freue mich aber riesig, dass er hier ist. Hier ist Thomas Reis. Ach ja. Ja, danke, lieber Jürgen. Schön, dass ich hier bin, aber ich weiß gar nicht so recht, warum. Ja, rein beruflich geht es mir ein bisschen wie Angela. Ich verspüre so eine tiefenentspannte Ehrgeizlosigkeit. Mit anderen Worten, das trifft mich jetzt ein bisschen unvorbereitet. Ich habe keinen Text, ich habe also nichts vorbereitet. Um ehrlich zu sein, ich habe überhaupt keinen Plan. Aber egal. Wir schaffen das, ne? Ja, ich würde sagen, zusammen schaffen wir das. Das ist jetzt mein Lebensmotto und für mich ein absoluter Kernsatz des letzten Jahres. Was hätte Angela sonst sagen sollen? So, wir kacken jetzt ab. Gucken Sie nicht so fröhlich aus, Sie haben verschissen, junger Mann. Deutschland ist im Eimer, meint es nicht mehr. Hat es aber nicht. Ne? Angela, viele glauben ja, dass sie Pilze nimmt, ich nicht. Ja, ich glaube, Ihr Pessimismus hat resigniert. Deswegen ist er auch so locker und nicht so verängstigt, wie da dieser bajuwarische Problemhorst und AfD-Versteher. Ja, ja, wir müssen die Ängste der Wählerinnen und Wähler ernst nehmen. Nein, lieber Horst, das müssen wir nicht. Ein Demokrat, der Rücksicht auf Nazis nimmt, begeht Selbstmord aus Todesangst. Ja. Ja, danke schön. Freut mich jetzt.
Ja. Und das, liebe Freunde, haben sogar die Ösis dann doch noch kapiert. Ne? Wer Nazis den Hof macht, macht ihn auch ganz schnell einen Hofer. Ne? Und Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg meint, ja, nicht jeder AfD-Wähler ist gleich ein Faschist. Aber was denn sonst? Wer Nazis wählt, ja. Danke. Ja. Wer Nazis wählt, der ist auch einer. Punkt. Ne? Der Kretsche meint es nur gut, aber Seehofer, also der kommt mir ein bisschen vor wie der Gastwirt, der Kassler auf die Karte setzt. Also nicht vom Schwein, sondern vom Nordhessen. Ne? Damit sie der Kannibale nicht ausgegrenzt fühlt. Minderheitenschutz, das kann man so und so interpretieren. Aber ich meine, bei Menschenfressern hört es doch auf mit der Ängsteversteherei. Erst kommen die Xenophoben, das Fremde, das kennen wir ja gar nicht. Dann kommen die Xylophoben. Xylophobie, bekannt ist die Angst vor Holz. Schlimme Sache. Die Holzangst. Noch schlimmer ist die Holz vor der Hüttenangst. Die Xylomammaphobie im Fachjargon. Ja. Das gibt es, wirklich wahr. Wer Angst vor großen Brüsten hat, kann sich krank schreiben lassen. Und ist es wahrscheinlich auch, aber viele wissen ja gar nicht, wie krank sie sind, denn sie leiden unter Iatrophobie. Ich habe Worte. Ne? Die Angst vom Arzt, vorwiegend Männer betroffen, Frauen gehen zum Arzt, Männer warten, bis der Arzt kommt. Das ist ja auch gesünder, man Vorsorge. Vorsorge wirst nur krank. Gut, ein bisschen abtasten ist besser als gar kein Sex, aber. Aber jetzt so eine Darmspiegelung, man kann es auch übertreiben mit der Eitelkeit. Ja, will ich wissen, wie es da aussieht? Am Arsch ist dunkel. Und wenn nicht, wenn da Licht am Ende des Tunnels ist, dann, liebe Freunde, dann wird es allerdings Zeit, Ängste zu entwickeln. Die Tunnelangst böte sich an, der Gotthardismus oder auch die Achlophobie, die Angst vor Dunkelheit, nicht zu verwechseln mit der Aquaphobie, die Wasserscheu. Ja. Die Angst abzusaufen ist ja top aktuell, ja. Vor Lampedusa schon länger, jetzt auch bei uns. Ne. Braunsbach, wie schnell aus einem braunen Rinnsal eine braune Flut wird. Nicht nur in Österreich. Das ist. Das ist beängstigend. Also ähnlich beängstigend ist auch die Aulophobie. Das ist die pathologische Angst vor Blockflöten. Ja. Wer mal ein Kind in der Grundschule hatte, teilt diese Phobie. Ne? Da kriegen Sie den Tunnelblick. Ne? Und Tunnelangst ist eine Form der Klaustrophobie, die kennen Sie alle. Aber kennen Sie auch die Santa-Klausophobie? Ja. Die Angst vorm Weihnachtsmann, die gibt's auch. Ne? Wer hat Angst vorm Weihnachtsmann? Ja. Da sind wir wieder bei der Fremdenfeindlichkeit. Und sollen wir den Weihnachtsmann jetzt abschieben? Ja, warum nicht? Das Jenseits ist ein sicheres Drittland. Gott ist ja kein Unmensch. Und dennoch ist Gott die Ursache vieler Ängste, etwa der Theonanophobie. Das ist die Angst, von Gott beim Masturbieren beobachtet zu werden. Und, wo ist das Problem? Sie könnten ja aufhören. Machen die aber nicht. Es bleiben Wichser. Das ist wie bei AfD-Wählern, verstehen Sie? Da kannst du machen, was du willst. Bleiben Wichser. Bleiben im Wichser. Und wieso denke ich da jetzt an Erdogan? Ich kann kein Türkisch, aber Recep Tayyip. Was heißt denn das? Rezeptpflichtig? Ich meine, Erdogan, was denkt sich dieser osmanisch-depressive Vollpfosten eigentlich? Ich meine, gut, Böhmermann und sein lyrischer Annäherungsversuch, das war nicht direkt an Rilke. Und falsch war es ja auch. Also inhaltlich, Erdogan ist ja nicht schwul, sondern eher homophob. Homophobie, auch so eine Angst, ne? Die hat Putin, ne? Ebenso.
warum haben Männer wie Erdogan und Putin so eine Angst vor Schwulen? Weil sie einen Arsch offen haben. Das ist klar. Aber... Soll sie vielleicht auch mal nach Köln einladen. Aber das gilt ja auch für Beatrix von Storch. Ich meine, was ist das für ein Storch? Das bringt mir alles durcheinander. Ein Storch, der auf Kinder schießen will, wenn sie pigmentiert sind. Hat die nie Jim Knopf gelesen? Durch die Aufnahme Jim Knopfs erhöhte sich der afrikanische Migrantenanteil Lummerlands auf 20%. Jeder fünfte Lummerländer war ein Afrikaner. Das nenne ich einen demografischen Wandel. Und hat es denen geschadet in Lummerland? Nein. Ja. Pommernland ist abgebrannt. Lummerland nicht. Das war eben kein Gauland und schon gar kein Super-Gauland. Da hatten alle Freude an dem kleinen Boateng. Also dieser Rechtsruck, AfD, das ist alles ein Wahnsinn. Auch bei VW. Ich meine, Vergasermanipulation bei einem Konzern mit der Firmengeschichte. Das ist doch nicht sensibel. Da könnte ich mich aufregen. Sonst muss ich sagen, bin ich die Ruhe selbst. Wirklich. Selbst im Sport bin ich überhaupt nicht mehr verbissen. Wenn ich heute Skiurlaub mache und es liegt kein Schnee, dann bin ich erleichtert. Bleiben Sie locker. Vielen Dank. Glauben Sie, die Tage habe ich wieder so eine kleine Zeitreise gehabt. Ein Trip in die Vergangenheit. Und zwar war ich mit meinem Auto unterwegs. Ja, ich kam aus Dortmund und wollte nach Hause, nach Essen. Ja, ich musste unbedingt in den BVB-Fanshop mir einen neuen Kulli kaufen. Ne? Ja, der alte war alle gewesen. Und auf der A40, der Höhe Bochum, musste ich noch tanken. Ne? Und wie ich wieder losfahre, steht da einer, hält einen Daumen raus und hat ein Schild mit Amsterdam drauf in der Hand. Ich denke, das gibt es doch nicht. Ein Tremper. Nee, wann habe ich das letzte Mal ein Tremper gesehen? Ich dachte, die wären längst ausgestorben. Ja, und wie ich den so im Vorbeifahren sehe, fiel mir meine eigene Tremper-Vergangenheit wieder ein. Nee? Ach, hör mal, ich sag euch, was bin ich früher getrempt? Kurze Strecken, lange Strecken, in Urlaub, zur Arbeit, nach dem Stadion, vom Stadion zurück. Ich bin sogar noch getrennt, als ich selber schon ein Auto hatte. Ne? Ja, ich fand, das war einfach so ein besonderes Gefühl und auch kostengünstiger. Ne? In späteren Jahren bin ich sogar manchmal einfach aus Scheiß getrennt. Ja, und irgendwann, ich weiß auch nicht wieso, war die Zeit vorbei. Ja, Leute, und wer nimmt heute noch einen Tremper mit? Ich meine, man hört so viel. Ne? Auf jeden Fall hatte der Tremper mir keine Ruhe gelassen. Ja, ich bin dann an der nächsten Abfahrt raus und wieder zurück, um zu gucken, ob der da immer noch steht. Nee? Ja, da war ich doch neugierig. Ja, da stand der da immer noch. Ich denke so im Vorbeifahren, ob den heute noch einer mitnimmt. Nee? Und wie ich mich wieder so auf der Autobahn einfädel, fiel mir ein, wie oft ich früher irgendwo gestanden habe und nicht mitgenommen worden bin. Ich habe zum Beispiel mein ganzes Wochenende an der Raststätte Ohligse Heide verbracht. Ne? Ja, da habe ich aber nachher meine Frau angerufen, dass die mich da abholt. Ne? Hör mal, und dann habe ich Nägel mit Köppen gemacht und bin nochmal zurückgefahren zu den Tremper. Ich denke, wenn der da jetzt immer noch steht, Herbert, dann nimmst du ihn mit. Gottes Urteil. Da komme ich dahin, der ist ja nicht mehr da. Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Meine ganze Hin- und Her-Gurkerei umsonst. Was für ein Idiot hat den denn mitgenommen, ne? Ja, da bin ich aber angehalten, um nach ihm zu gucken, ob er sich nicht vielleicht bloß irgendwo hingesetzt hat, um sich vom langen Stehen auszuruhen. Aber nix, ne? Und wie ich gerade wegfahren will, sehe ich, wie er im Rückspiegel vom Klo kommt. Ich hin und sag, Kollege, du hast vielleicht Nerven. Da will ich einer mitnehmen und du bist auch ein Boiler, ne? Da meinte er, wo fahren Sie denn hin? Ich sag, ich fahre nach Essen. Da sagte er, Spitze, ich kann Bochum nicht mehr sehen. Eine Woche reicht. Ich sag, steig ein, ich lasse dich an der nächsten Raststätte wieder raus. Da bist du schon mal ein Stück weiter. Ja, und dann sind wir direkt im Gespräch gekommen. Weißt du, wo ich ihm erzählt habe, wo ich früher alles hingetrennt bin. Ich sag, Kollege, das Weiteste, wo wir hin wollten, war Marokko.
Wir haben es aber nicht ganz geschafft. In Siegburg sind wir hängen geblieben, ne? Ja, da war irgendwie, war der Wurm drin, ne? Ich sag aber, eins kann ich dir verraten, Marokko soll sehr sehenswert sein, ne? Im Gegensatz zu Siegburg, ne? Ja, jetzt waren wir auf der Höhe von Essen, da fiel mir ein, dass da gar keine Raststätte ist. Deswegen hatte ich ja auch in Bochum getankt, weil ich halt eigentlich weiß, ne? Ich denk, ach komm, fährst du noch ein Stückchen weiter? Ja, das war auch gerade so gesellig, ne? Ich erzählte ihm dann, wie wir früher auch immer zu den ganzen berühmten Festivals hingetrennt sind. Woodstock, Monterey oder Isle of Wight hatten wir alles auf dem Zettel, ne? Aber da fuhr nie einer hin, ne? Ja, wo wir aber waren, hör mal, das war Osnabrück. Folk-Festival, weißt du? Wo Folk gespielt wurde. Vor allen Dingen Irish-Folk. Ich sag zu dem Tremper, Kollege, Jutendeiten, Jutendeiten, Trilljutendeiten da, das sagt ja wohl alles, ne? Und dann habe ich da, während wir an Oberhausen und Duisburg vorbeifuhren und den Rhein passierten, richtig einen zum Besten gegeben. Ja, nach meiner kleinen Konzertdarbietung sehe ich auf einmal ein Schild, wo drauf steht Fendlung. Und es war aber immer noch weit und breit keine Raststätte in Sicht. Zudem kam jetzt noch hinzu, dass so langsam der Sprit knapp wurde. Ja, ich tank ja immer nur maximal 10 Liter, damit ich über die Gewichtsersparnis nicht so einen hohen Benzinverbrauch hab, ne? Ja, die Zusammenhänge verstehen nur die wenigsten, ne? In dem Moment klingelt meine Frau im Telefon und sagt, Herbert, wo bleibst du mit dem Kugelschreiber? Ich sag, wusste, ist gerade ganz schlecht. Ich bin 10 Kilometer vor Holland. Wenn ich mich jetzt verquatsch, ist er gleich ein Auslandsgespräch, ne? Ja, aber. Was soll ich Sie sagen? 8 Kilometer vor Holland bleibt die Karre stehen. Kein Sprit. Ja, da sind wir da ausgestiegen und haben beide den Daumen rausgehalten, ne? An der Grenze war ja eine Raststätte, das wusste ich. Und ich habe ja für solche Fälle immer einen leeren Benzinkanister dabei. Na hör mal, der Tremper, der hatte Schwein, ne? Und kriegte sofort eine Mietfahrgelegenheit mit so einer junge, blonde Holländerin in so einem offenen Zweisitzer. Ja, und ich musste noch eine Zeit lang warten. Mich hätte dann irgendwann einen Fernfahrer mitgenommen, der mir nur eine Wäsche wollte, ne? Komm, hör auf, du, ehrlich, du. Ganz Europa rückt nach rechts, jetzt zuletzt ist wieder Österreich. Nur ganz knapp hat der Grüne van der Bellen vor dem Rechtspopulisten Hofer gewonnen. Nur durch die Brieffehler. Das war halt das Problem von Hofer, dass traditionell viele Rechtswähler nicht lesen und schreiben können. Aber man muss sagen, auch wenn van der Bellen gewonnen hat, die Hälfte der Österreicher hat einen Rechtsradikalen gewählt. Da fragt man sich besorgt, könnte das auch bei uns passieren? Ich denke, ja, gerade weil wir doch Österreich kulturell so nah sind. Wir verstehen Österreich. Ein österreichischer Autor ist im Moment zum Beispiel ganz oben in der deutschen Bestsellerliste. Wie heißt das Buch noch? Genau, Mein Kampf von Sarrazin, von Hitler. Ne? Seit Wochen ist Mein Kampf bei den Spiegelbestsellern an der Spitze. Das ist zwar voll mit kritischen Anmerkungen, aber ich habe gehört, es gibt eine AfD-Version, da kann man die einfach rausreißen. Nicht? Ja, bei uns steht ja die AfD für den Rechtsruck und die Sucht dringend nach neuen Aufregerthemen, weil die sonst in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und deshalb gab es jetzt ein Treffen zwischen Frauke Petri und dem Zentralrat der Muslime. Und das Treffen wurde von der AfD nach einer Stunde abgebrochen, angeblich, weil die Positionen so unterschiedlich waren. Klar, die AfD fordert ein Verbot von Minaretten und ein Verbot der Beschneidung. Wo man sich fragt, hätte man eigentlich einen Kompromiss finden können. Minarette sind weiter erlaubt, müssen aber beschnitten werden. Ja, die Muslime hingegen störten sich an dem Satz im AfD-Programm, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Der ist nämlich gegen das Grundgesetz, weil er eine ganze Religionsgemeinschaft ausschließt. Aber die Taktik der AfD ist ja immer, Leute auszugrenzen. Die sehen das Volk halt immer als Körper, in etwas Fremdes eindringt und ihn krank macht.
Weil ich mich frage, wenn man als Partei das Volk als Körper sieht, warum will man dann an der Spitze des Volkskörpers kein schönes Körperteil? Warum kandidiert bei denen immer ein Sack oder ein Arsch? So Leute wie Alexander Gauland, dieser wirre alte Rassist mit dem Boateng-Bashing, der so gar nicht weiß, was gespielt wird. Das ist die deutsche Nationalmannschaft, schauen Sie mal. Und das wäre die Nationalmannschaft, wenn man alle Spieler mit anderer Herkunft oder Hautfarbe durch Leute ersetzt, die dem Ideal der AfD-Wähler entsprechen. Bin mal gespannt, wie weit die bei der EM kommen. Ne? Aber sprechen wir mal direkt mit der AfD-Chefin Frauke Petri, die sich letzte Woche zum Dialog mit Spitzenvertretern des Zentralrats der Muslime getroffen hat. Frau Petri, warum haben Sie die Gespräche schon nach 55 Minuten wieder abgebrochen? Herr Becker, das ist mir ganz typisch für Ihre linksradikalen Unterstellungen. Ich habe das Gespräch nicht abgebrochen, sondern beendet. Und das ist ein großer Unterschied. Warum? Darum. Ayman Masek, der Vorsitzende des Zentralrats, sagt, dass Ihre Aussage, der Islam gehört nicht zu Deutschland, verfassungsfeindlich sei. Das stimmt nicht. Wir stehen mit beiden Beinen fest neben dem Grundgesetz. Aber da nach unserer Auffassung der Islam nicht zu Deutschland gehört, fordern wir eine Beschränkung der Minaretthöhe auf die Länge von deutschen Stangenspargel. Frau Petri, wenn Sie sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland, schließen Sie eine ganze Glaubensgemeinschaft aus. Das ist so, als würde man sagen, die Juden gehören nicht zu Deutschland. Da wären sich alle zu Recht einig, dass das nicht geht. Wir von der AfD sagen, der Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland, ist erlaubt, weil wir dem auf dem Parteitag demokratisch beschlossen haben. Klar, wenn Sie bei der Verkehrskontrolle mit 3 Promille angehalten werden, dann dürfen Sie auch sagen, das ist erlaubt, Herr Wachmeister, hier im Auto sind alle dafür. Ja, ganz genau. Ob etwas rechtens ist, bestimmt nach unserer Logik nicht das Gesetz, sondern die Mehrheit der Straftäter. Das ist hanebüchen. Apropos Straftäter, Sie werden beschuldigt im Zusammenhang mit Zwangsspenden, die die AfD von ihren Mitgliedern eingefordert haben soll, vor dem Wahlprüfungsausschuss Meineid begangen zu haben. Herr Becker, das ist doch wieder so eine manipulative Formulierung. Natürlich war das mein Eid und nicht Ihr Eid. Ich habe ja geschworen. Außerdem, Herr Becker, wirklich, lass mich mal ausreden, beweist das nur, dass die AfD voll und ganz in der deutschen Parteienlandschaft angekommen ist. In der CSU zum Beispiel, da hat der Meineid eine sehr lange Tradition, die seit jeher sehr hoch gehalten wird. Und da wollten wir nicht zurückstehen. Selbst das Ex-Unionsmitglied und Ihr jetziger Parteikollege Alexander Gauland meinte, Sie seien für die Gespräche beim Zentralrat schlecht vorbereitet gewesen. Sehen Sie, solche Äußerungen nehme ich Herrn Gauland nicht übel. Neben einer charismatischen Jungdynamikerin wie mir hat es so ein verbitterter alter Sack natürlich auch nicht leicht. Ich nehme auch mal an, der macht es nicht mehr so lange. Wie stehen Sie denn persönlich zu ausländischen Mitbürgern? Herr Becker, das ist doch hier überhaupt nicht die Frage. Doch. Also die schrecklichen Folgen der Überfremdung, die sind doch schon überall zu sehen. Zum Beispiel auf der Kinderschokolade. Und dagegen hat meine Partei aufs Schärfste protestiert. Frau Petri, das sind Kinderfotos der Fußballnationalspieler Jerome Boateng und Ilkay Gündoğan. Die vertreten unser Land bei der EM. Ja, Herr Becker, schon, aber nur, weil so verblendete Multikulti-Gutmenschen wie Sie die unbedingt mit dabei haben wollen. Wir von der AfD, wir haben bei der letzten WM sehr genau hingehört und herausgefunden, dass sie aus Leistungsgründen gar nicht hätten mit dabei sein dürfen. Da rief doch der Reporter dauernd, Kedira zu lahm, Özil zu lahm. Ja, und, nee, ganz ehrlich, bitte. Bitte. Lassen Sie mich bitte auch mal ausreden. Wir schlagen für die Kinderschokolade übrigens dieses Bild vor. Aha. Und wer ist der Kleine? Ja, Herr Becker, auch ein Ausländer. Wir sind nämlich gar nicht so. Sogar ein Künstler. Es ist der kleine Adolf aus Österreich. Also jetzt reicht's aber. Und die wollen Sie dann im Wahlkampf verteilen? Da wird's einem ja speiübel. Wenn Ihnen das nicht passt, Herr Becker, dann kann ich das Gespräch auch an dieser Stelle sofort abbrechen. Ja, da kenne ich überhaupt nichts. Und dann stehen Sie... Das ist mir sehr recht, Frau Petri. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Aufhören! Aufhören! Schluss aus! Aufhören! Mensch, komm, Schluss, Ende! Aufhören, Herr Becker, aufhören!
Haben Sie denn immer noch nicht begriffen? Mit diesen albernen Flachwitzeleien über die AfD, da erreichen Sie nichts. Ganz im Gegenteil. Was Sie erreichen, ist das Gegenteil. Denn der gewöhnliche AfD-Wähler ist ein urkomischer Mensch mit einem ausgeprägten Sinn für tiefschwarzen Humor. Der steht auf Witzfiguren. Wenn er eine Vorliebe hätte für seriöse, integre, grundanständige Politiker, würde die Partei doch gar nicht wählen. Nehmen wir die Frauke Petri. Da ist eine ganz durchtriebene, die sollte wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht, die hatte eine Firma für die Herstellung von wasserhaltigen Polyurethanen. Das ist ein Reifendichtungsmittel. Ja, dann kam raus, dass die Reifen alle undicht waren. Weil die Polyurethane viel zu viel Wasser enthalten haben. Das wissen Sie nicht? Ja, natürlich wissen Sie das nicht, weil das keiner wissen darf. Und weil man in Deutschland, wenn es um die AfD geht, nicht mehr die Wahrheit sagen darf. Nazis. Von wegen, das sind doch keine Nazis. So ein richtiger, waschechter Nazi, der hat klare Überzeugungen, steht zu dem, was er sagt. Wenn ein richtiger Nazi, so wie der Lutz Bachmann, wenn der sagt, der Neger in der Nachbarschaft wäre ein undeutscher Angehöriger einer minderwertigen Rasse, ja, dann kommt er hinter nicht an und sagt, nee, tut mir leid, habe ich nicht so gemeint, hat mir untergeschoben, außerdem kenne ich überhaupt keine Neger in der Nachbarschaft. Nein, diese Führungsleute der AfD, das sind doch alles Hochstapler. Gegen diese Leute hilft nur eins, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Zum Beispiel über den Alexander Eberhard Gauland, den mit den sexuellen Präferenzen. Der behauptet ja bis heute unwidersprochen, er wäre freiwillig aus der CDU ausgetreten, nach 40 Jahren Mitgliedschaft. Völliger Blödsinn! Den haben sie rausgeschmissen, als gemunkelt wurde, dass er seine Doktorarbeit abgeschrieben hat, ausgerechnet von Martin Walser, und das mit den sexuellen Präferenzen. Aber das sagt ja keiner. Das verschweigt die Lügenpresse. Und warum? Weil diese Presse inzwischen komplett unterwandert ist von den Mitgliedern und Sympathisanten der AfD. Was glauben Sie denn, warum die Gaulands, Petris und Höckes inzwischen noch öfter in den Talkshows auftauchen als Wolfgang Bosbach oder Giovanni Di Lorenzo? Na, weil die längst die Strippen ziehen in den öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten. Die fünfte Kolonne der AfD am Ende ihres lange geplanten Marsch durch die Institutionen. Sonst hätten die so eine skurrile Nummer wie die Kinderschokoladen-Kinderkacke doch niemals mit so viel Aufmerksamkeit durchziehen können. Das lief so. Der AfD-Agent in der Werbeabteilung von Ferrero lässt den Boateng und den Gündogan auf die Schokoladenpackung drucken. Ein Pegida-Mann aus Dresden macht einen auf empörten Konsumenten und der Gauland setzt seinen Spruch von der Nachbarschaft obendrauf. Und dann entfachen die Medienknechte der AfD einen Sturm der Entrüstung ob dieser rassistischen Entgleisung, der dann zum kräftigen Rückenwind für die Rassisten und Ausländerfeinde wird. Das ist alles eiskalt berechnet und punktgenau inszeniert. Damit muss endlich Schluss sein. Und deshalb rufe ich hier auf zur großen Dienstagsdemonstration. Nächste Woche in Köln. Da gehen wir erst durch die Straßen und rufen, wir sind das Volk und die Petri muss weg und Lügenpresse, Lügenpresse. Und dann machen wir eine große Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz. Motto, wir lassen uns von den Meinungsterroristen der AfD nicht den Mund verbieten. Und dann werde ich mich dahinstellen und die Wahrheit sagen, dass die AfD vom russischen KGB finanziert und direkt aus dem Kreml gesteuert wird, mit dem Ziel der systematischen Russifizierung des deutschen Volkes. Dass diese Vereinigung aus Antichristen und Gottlosen nicht nur die Minarette, sondern auch alle anderen Kirchtürme verbieten und abreißen will, um Deutschland zu einem Land der Ungläubigen und Atheisten zu machen. Dass die AfD mit einem Austritt aus der EU die deutsche Wirtschaft schwächen und langfristig in den Ruin treiben will, um dieses Land wieder in die Zeiten vor der Industrialisierung zurückzuversetzen. Und natürlich werde ich die Wahrheit sagen und nichts als die Wahrheit über das verlogene Führungspersonal dieser etablierten Partei. Dass Björn Höcke in Wahrheit Björnowitsch Höckinski heißt und seine Anweisungen von Wladimir Putin persönlich bekommt. Dass diese Insolvenzunternehmerin Frauke Petri ein uneheliches Kind mit einem tatarischen Gewichtheber hat. Dass heute in einem Waisenhaus in Astrachan die Latrinen putzen muss. Und natürlich, dass der feine Herr Gauland mit seinen sexuellen Präferenzen vermutlich große Probleme hat mit den geistigen Eigentumsverhältnissen. Und dann soll sie mich verklagen. Puh, da werde ich behaupten, ich hätte das nie so gesagt. Ich kenne die Leute gar nicht. Und überhaupt, ich hätte mir geglaubt, die AfD sei ein Automobilclub. Dann zahle ich.
zahle ich eventuell eine kleine Geldstrafe, habe aber mein Ziel erreicht. Denn wenn man großflächig mit Dreck schleudert, bleibt immer was hängen. So hat das auch mit dem Boateng funktioniert. Wenn da der Gauland hinterher behauptet, ja, wenn er gewusst hätte, dass der Jerome nicht nur die deutsche Staatsbürgerschaft hat, sondern auch ein bekennender Christ ist, hätte er das mit der Vertreibung aus der Nachbarschaft nie gesagt. Ja, dann heißt das doch im Umkehrschluss, wenn der Boateng jetzt kein Deutscher und kein Christ wäre, dann könne man ihn ruhig aus der Nachbarschaft vertreiben. So funktioniert das. Ganz einfach. Einfach widerlich. Das, meine Damen und Herren, war die Mitternachtsspitze. Mit Soldat Matthias Richtling, Friedemann Weise, Thomas Reis, Herbert Knebel, Sabine Petzold und Wilfried Schmickler. Super. Die nächste Sendung ist am 3. September 2016. Martin Knob mit der Fernbedienung. Denken Sie daran, nicht so schlecht, wenn auch für irgendwas gut ist. Tschüss zusammen.